Made in Germany, der Whisky-Podcast. Leute, heute könnt ihr euch mit einem leckeren Gläschen getrost zurücklehnen, denn heute wird es sehr spannend und sehr informativ. Wir haben die Firma Landenhammer in persona für den Sylt-Whisky, den Helmut Knöpfle, bei uns. Und das wird sehr, sehr, sehr informativ, aber auch gleichzeitig sehr unterhaltsam. Ich freue mich riesig drauf. Jason, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich habe ganz unseren Jingle vergessen. Mit Mark und mit Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen jetzt hier zu unserer Februar 2023, unserer Folge hier. Das ist echt cool, dass wir das gemeinsam hier machen können. Wir werden gleich am Anfang einen kleinen Werbespot hören von den Sauerländer Edelbrennerei. Bis gleich. Hallo, ich bin Philipp und ich bin Azubi im ersten Lehrjahr bei der Sauerländer Edelbrennerei. Die Arbeit hier macht mir unheimlich viel Freude und am Ende des Tages habe ich immer irgendwas Tolles in der Hand. Sei es getane Arbeit oder vielleicht sogar eins unserer tollen Produkte. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast von Jason und Mark. Ja, im Januar haben wir sehr viele Abfüllungen. Im Februar gibt es auch einige, wo ich echt erstaunt bin. Und mit den Worten von dem Whisky-Papst, der Basil, hier zu reden, einige auch mit Altersangaben. Wir fangen erst einmal mal an mit einer Brennerei, Feller. Die haben eine Valerie Amarone Single Malt Signature Whisky mit 12 Jahren und 57,5%, 0,7 Liter Flasche für 159 Euro. Bei diesen 12 Jahren haben wir 8 Jahre in einem Bourbon-Fass gehabt, dann 4 Jahre in einem Amarone-Fass. Nur 116 Flaschen überhaupt. Und Robert Feller führt die Brennerei Feller in der 5. Generation. Wow. Ja, ich habe auch was Neues, nämlich von Waldbrand, den Waldbrand Single Malt. Der ist 8 Jahre alt, also wieder eine Altersangabe. Ein Port Cask, das in der Vollreifung mit 42,5 Volumenprozent abgefüllt wird. Ihr bekommt 0,7 Liter für schmale 61 Euro. Respekt dafür. Und ja, im Prinzip eine Gerstenmalzmeische, die dann 5 ausgesuchte Spezialmalze enthält. Und dann wird in offenen Eichenholzgärbottichen dann vergoren und später dann destilliert und gelagert wurde der dann mit einer Fassstärke von 43 Volumenprozent, natürlich wieder in Eichenfässern. 63. Und, oh, Entschuldigung. Dafür hast du mich. Und ja, da haben sie für jedes eine eigene Geschichte im Prinzip für jedes Fass und am Ende kommt dann der Single Malt in Steinzeugflaschen, wird der abgefüllt und ja, dieses einzigartige Aroma, das sie dort beschreiben, soll natürlich in der Flasche bleiben und deshalb diese urige Verpackung mit dazu im Prinzip. Ja, das Ganze kommt aus dem Allgäu und hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Genau, ich kenne nicht sehr viele Whiskys in einer Steinzeugflasche. Deshalb fand ich sie sehr, sehr interessant. Und für die 61 Euro, warum nicht denn da unten bei Waldbrand? Wir gehen weiter dann hier eher in deiner Heimat ein bisschen. Blackwood. Ein Peated Whisky, 12 Jahre alt, Triple Cask mit 46%, auch 0,7 Liter für 84,50 Euro. Meine These, deutsche Whisky ist immer 0,5, wird hier zerschmettert diesen Monat. Absolut. Zumindest am Anfang, das ist sehr, sehr gut. Wir haben eine Kreation aus verschiedenen Jahrgangswhiskys und der jüngste Whisky da drin ist 12. Damit deutet man an, dass da etwas älteres Zeug da drin ist. Wir haben ein Muscatel-Fass aus sehr dicke Dauben, hochwertiger Muscatel, vollgesaugt wurde und dann dort verleiht es eine Süße und ein bisschen auch Würzigkeit. Wir haben ein Amarone-Fass, da hat ein bisschen Tanninen dabei und auch dieses wunderschöne Rotwein-Moment. Und der Highlight vielleicht ist dann dieser Schwarzwälder Eiche. Und das ist natürlich, vergibt das hier ein bisschen deutsche Charakter dann dazu. Diese drei verschiedenen Fässern von dieses getorfte, peated Whisky, 12 Jahre alt, werden dann dort einfach zusammen geblendet. Ja, also 84,50 Euro, 12 Jahre alte deutsche Whisky, 0,7 Liter, nicht schlecht.
Ja, absolut. Und von dort aus reisen wir nach Hessen, zu einer noch für mich auch recht unbekannten Marke. Wir haben einen Bachgau Whisky. Dort gibt es dann den Smoke Single Malt, eine Einzelfassabfüllung mit 46 Volumenprozente. Hier haben wir deine Halbliterflasche wieder. Die kostet dann 39,50. Und bei diesem Bachgau Whisky wird eine Komposition aus vier verschiedenen Malzen verwendet. Und dort ist dann der höhere Anteil eben Rauchmalz, daher auch der Name Smoke Single Malt. Und ja, im Prinzip wird nach alter Tradition auf Kupferbrennblasen dann zweifach destilliert. Später kommt er dann in eine französische Limousin-Eiche und ja, er wird mit leicht und harmonisch bezeichnet. Das finde ich eine Ansage für einen Smoke Whisky. Also auf jeden Fall spannend. Ja, dann haben wir noch zwei weitere Abfüllungen, die nennen sich allerdings nicht Black Wood, sondern Black Forest Single Malt Whisky. Und beide sind hier Batch Nummer 6. Wir haben einmal der Doinichdal, keine Ahnung, ob das richtig ausspreche jetzt hier. Und das ist der Baurahaib, Batch Nummer 6, 40%, 0,5 für 47,95 €. Wir haben eine Reifung in Weinfässern, Cognac-Fässern und Bourbon-Fässern. Und dann wurde es gefinished in ein Apfel-Aperitif-Fass. Also Spannend. Single Malt Whisky, Small Batch, nicht kältefiltriert, 1050 Flaschen limitiert, alle mit so einer Seriennummer. Zitat Basel ist hier, mit den 40% ein kleines bisschen zu schwach auf der Brust, hat ein kleines bisschen mehr auch Geschmack erwartet. Ich habe ihn gefragt wegen der zweiten Abfüllung jetzt hier von der gleichen Brennerei. Übrigens jetzt hier dieses Donnerdal ist ein schwäbischer Ausdruck für den, heißt es Tellnachtal, ja. Und das ist der Batch Nummer 6 hier, Vogelsang. Wir haben 450 Flaschen, auch mit Seriennummer da. Da haben wir Weinfässern, Bourbonfässern und Whisky und neue Fässern. Was Whiskyfässern sind, weiß ich nicht. Das sind Reuse, also wiederverwertete. Auch denn dort Small Batch, Single Malt, deutsche Whisky, 42,5%. Ich finde es interessant, dass man fast 20 € mehr bezahlt, denn da für die 2,5% mehr und ohne Cognac und ohne denn dort diese Apfelaperitif. Aber so sind die Preise in dem Moment hier. Wir sind in Nordschwarzwald bei der Edelbrann Weine GmbH. Genau. Und wir haben noch was Neues von Nine Springs, nämlich ein Portwein Single Cask Selection Nummer 2 mit 48 Umdrehungen. Die kommt wieder in 0,5 Liter für 58,90. Und da haben wir ja ein richtig schönes, altes, ehemaliges Portweinfass, das ja eine Vollreifung ist. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr lecker. Und der besondere Kniff dann an diesem Fass, die 6-monatige Vorbelegung, da war nämlich Belize Rum drin. Das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Kombination. Und der wurde dann, wie gesagt, abgefüllt mit 48 Umdrehungen. Und natürlich wurde auch hier auf Farbe und Kälte verzichtet. Genau, natürliche Farbe und ohne Kältefiltration. Sehr, sehr schön. Es gab ein Nummer 1, dass es jetzt Nummer 2 rausgekommen ist. Ich freue mich sehr, dass Nine Springs das so weiter einfach so macht. Viele, viele waren das nicht, aber meine These, dass deutsche Whisky typisch dafür ist, 0,5 wurde am Ende doch ein bisschen weiter bestätigt. Schauen wir mal, wie es sich so weiterentwickelt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber diese Whiskys aus Deutschland mit Altersangaben, darüber freut sich mein Herz. Ja, das finde ich einfach so schön. Absolut. Und bevor wir jetzt in das Gespräch mit Helmut gehen, da hören wir noch einen kleinen Werbejingle aus einer Brennerei in Deutschland, die ihre neue Standard-Range in 0,7 Liter abfüllt, nämlich St. Kilian. Servus und hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier ist Mario Rudolf von St. Kilian Distillers. Ja, checkt unsere aktuellen Signature Editions, die Signature Edition 12, eine milde Rum-Fruchtbombe, und die Signature Edition 13, eine Rauchbombe, wo wir verschiedene Hölzer, Virgin Wood, verwendet haben. Ja, wie immer was Neues zu entdecken bei uns. Geht ran, probiert's. Ja, von St. Kilian, von Rüdenau, gehen wir direkt nach Agatharit und haben den wunderbaren Helmut Knöpfle bei uns von der Firma Landenhammer.
Wunderschönen guten Abend, lieber Helmut. Es freut mich riesig, dich heute bei uns zu Gast zu haben in unserem Podcast. Erzähl doch mal ganz kurz, warum haben wir die Firma Landenhammer eingeladen und warum ist der Helmut Knöpfle in persona heute unser Gast? Oh, schwierige Frage, ganz einfach zu beantworten. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend euch beiden, den Zusehern und den Zuhörern natürlich. Landenhammer hat natürlich in erster Linie mit Obst viel zu tun, aber stellt auch Whisky her, das bereits seit 1999 und in weiterer Folge mit einer neuen Marke seit dem Jahr 2013. Du hast schon gesagt, mein Name ist Helmut Knöpfle. Ich habe nächstes Jahr im Jahr 2024 mein 30-jähriges Bühnenjubiläum, in Anführungszeichen bitte verstehen. Das heißt, ich bin seit 30 Jahren in der Getränke- und Spirituosenindustrie unterwegs und muss mir noch überlegen, was mache ich denn nach 30 Jahren? Wie werde ich mein 30. Jahr begehen und wie werde ich feiern? Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Fällt mir gerade so ein. Wow, bravo, bravo. Das ist eine Zeit, Jason. Das reicht für uns beide fast zusammen, glaube ich. Ja, ich hab angefangen 2016 erstmal Whisky, du? Ja, also mit dem Whisky schon früher, aber die Bühne auch so ungefähr Ja. 16, 17 irgendwie Ja, sowas. siehst Also du. Respekt, Also. Helmut, du bist heute der alte Hase. Dann können wir heute was von dir lernen. Oh, Wir sind gerade eben von der Werbung von unseren Freunden von St. Kilian gekommen aus Rüdenau. Und wo sind wir denn jetzt genau? Wo ist die Firma Landenhammer ansässig? die Firma Landenhammer ansässig mit der Postleitzahl 83734 Haushamm. Das ist die Autobahn A8 von München Richtung Salzburg, Ausfahrt Weyern, circa 10 Kilometer mitten ins Land Richtung Wendelstein. Da kommt zuerst Miesbach, da fährst du durch, dann kommst du in die kleine Ortschaft Agatharied und dann kommt Hausham, da ist schon groß beschildert, links abbiegend zur, ja, Destille, zur Landenhammer Erlebnisdestillerie. Die Also ist ja relativ einfach zu finden. nicht erst im Prinzip seit den Daten gibt, die du genannt hast, sondern ihr habt ja eigentlich schon bald ein 100-jähriges Bestehen rein von der Distillerie, von der Firma. Also da ist schon richtig Geschichte dahinter, da ist schon richtig Handwerkstradition dahinter. Das ist richtig. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, natürlich, wenn du gerade das 100-jährige Bestehen ansprichst. Wir sind gerade dabei, uns auch über den 100-jährigen Geburtstag Gedanken zu machen. Der hat noch ein paar Jahre Zeit, aber wir wollen ja hier nicht nur eine Hüpfburg aufstellen und ein paar Fackeln anzünden, sondern den 100-jährigen Geburtstag zu feiern, hat natürlich schon einiges an Planung auf sich. Und ja, es wird das Jahr 2028 sein, in dem wir unseren 100-jährigen Geburtstag feiern. Also die Firma wurde gegründet von Josef Landenhammer im Jahr 1928, also schon einige Zeit her. Und er hat eigentlich angefangen mit einer Enzian- und Wacholderbrennerei, weil wir hatten nämlich seit dem Jahr 1860 bis zum 31. Januar 1966 hier in Hausham ein Pechkohlebergwerk. Und dieses Bergwerk, also das Museum gibt es immer noch und die Belüftungstürme gibt es auch noch, hat also eine lange Tradition. Und für die Bergwerkskumpel, eben um die Bronchien zu reinigen, um die Kehle zu reinigen, hat der Josef Landenhammer einen Wacholderschnaps hergestellt, den er seinen Bergwerkkumpeln mitgegeben haben. Allerdings nicht an der Eingangstüre mit einem kleinen Bauchladen, sondern das stand in einem Korb. Und jeder der Bergwerksmitarbeiter, der sich so eine 200 Milliliter Flasche mitgenommen hat, hat einfach auf einen Block einen Strich gemacht. Und es wurde irgendwann später mal halt abgerechnet. Einer hat einen Strich gemacht, der andere hat keinen Strich gemacht. Also es war mehr so dass das Angenehme, den Bergwerkskumpel was mit unter Tage zu geben, um eben vor dem Kohlestaub geschützt zu sein oder den Kohlestaub runterspülen zu können, um den Tag unter Tage überstehen zu können. Und das ging relativ lang, bis ins Jahr 1985,
als man sich entschieden hatte, mit Obst, also mit Edelobst anzufangen, um hier die Brennerei weiterhin aufzubauen mit verschiedenen Obstsorten. Und das sind insgesamt 12 verschiedene Obstsorten, also Beerenobst, Steinobst und Kernobst, die wir verarbeiten und übers Jahr halt eine größere Menge an Alkohol, wenn man so möchte, herstellen. Quatsche ich zu viel? Dann müsste mir das sagen. Es wäre ja schlimm, wenn der Podcast von lauter Pausen bestehen würde. Wir müssen ja reden, sonst wird es langweilig für die Zuhörer. Wunderbar. Und wir reden genug davor und danach. Wir wollen, dass unser Gast auch viel redet hier. Wir bremsen dich in deinem Redefluss nicht. Ganz, ganz sicher nicht. Ja, im Prinzip sprechen wir ja von einem altertümlichen Gin, wenn man so möchte, oder? Also, So ist es. Wir schweifen, lieber Jason, etwas ab vom Whisky, wir kommen aber dann gleich zurück. Das Stichwort ist richtig, der Gin ist, den wir produzieren, tatsächlich nach dem alten Rezept des Josef Landenhammer, der das damals noch als Wacholdergeist auf den Markt gebracht hatte, darf sich oder nennt sich heutzutage Gin. Und wenn du den Josef Alpine Botanicals, wenn du den probierst, im Vergleich zu irgendeinem neuen Stil Gin, dann wirst du feststellen, dass der wirklich den Waldboden in sich trägt, dass das feuchte Unterholz, als würdest du an einem warmen Sommertag nach einem kräftigen Regenguss durch den Wald spazieren. Diese Früchte und diese Nase hast du in deinem bildlichen Auge vor dir und kannst den Josef Gin mit einem großen Genuss zu dir nehmen. Da ist ein anderer Gin, also diese leicht flüchtigen, diese hochfiligranen Gins, die riechen da eher, bitte nicht böse sein, wie das Parfüm einer 92-Jährigen. Also das ist weit, weit weg. Also der Josef Gin ist wirklich mit breiten Schultern ein Gin, der seinesgleichen sucht, also einen robusten Gin-Trinker. Wenn man dich jetzt so reden hört über Gin, über Spirituosen, dann merkt man ja, dass du da absolut brennst dafür. Du bist aber nicht bei der Firma Landenhammer, weil du ein Nachfahre der Familie Landenhammer bist oder weil du Brenner bist bei der Firma Landenhammer. Erzähl mal ganz kurz, was machst du für die Firma Landenhammer und wie kamst du zur Firma Landenhammer? Du hast ja eine spirituelle Geschichte, wenn ich es mal mit Gänsefüßchen nennen kann. Oh ja, die Geschichte reicht weit zurück, eben knapp 30 Jahre mittlerweile. Und meine ersten Schritte waren bei amerikanischem Whisky. Das heißt, ich bin gestartet mit Jack Daniels. Und über Jack Daniels, über Woodford Reserve, kam ich dann zu Glenmorangie, zu Artback, also in die Single Malt Szene. Und habe da eben meine ersten Schritte in diesem Single Malt Segment begonnen. Habe so ein paar Firmen eben besucht, immer in der gleichen Position als Markenbotschafter. Also ich habe immer die frohe Botschaft ins Volk getragen, wenn man so möchte. Ich war auch einer der Ersten, die in frühen Jahren ein Whisky-Dinner veranstaltet haben. Kommend vom Wein, man kennt ja diese Weindegustationsabende mit Speisenbegleitung, Menübegleitung. Und das habe ich, ich denke sogar, ich war einer der Ersten, der auch im Baden-Württembergischen ein Whisky-Dinner veranstaltet hat. Und so kam ich über die verschiedenen Stationen der verschiedenen Vertriebe an verschiedene Single Malt Whiskys, an Whisky-Manufakturen. Und auf den verschiedenen Messen, die ich ja besucht habe, lernt man natürlich den einen oder anderen kennen, unter anderem auch den damaligen Destillateur, den Tobias Meyer, der da hat sich schon fast eine freundschaftliche Liebe entwickelt über die Jahre hinweg. Ich glaube, es sind jetzt 18 oder 19 Jahre, in denen ich den Tobias kenne. Und es kreuzen sich immer mal wieder die Wege. Und es war vor eineinhalb Jahren, war ich mal wieder hier im Haus, weil bei Landenhammer hatte ich immer zweimal pro Jahr eine Verkostung. Einmal für Rum und einmal für Whisky. Und als ich wieder mal hier war, um einen Termin abzusprechen, sagt der Tobias zu mir, wie wäre es denn, wenn du nicht nur immer zweimal pro Jahr kommst, sondern öfter?
Und dann kam noch die Frage, ja, wie viel kostest du eigentlich Ablöse? Und ich habe so ganz frech geantwortet, also so teuer wie der Messi bin ich nicht. Und dann gab ein Wort das andere. Und 3 Wochen später hatte ich dann den Arbeitsvertrag und konnte hier beginnen zum 1. Januar 2022 als Markenbotschafter, nicht nur für Whisky, sondern nun auch für Rum und für die Obstbrände und für den Gin und für die Liköre. Und es war ein großer Schritt. Ich kannte zwar schon die Obstbrände aus den vergangenen Jahren, von Schlumberger zum Beispiel, mit Hämmerle Freihof zum Beispiel, aber in dieser Tiefe habe ich die Obstbrandproduktion, den Genuss und die Kunst, dieses Destillat herzustellen, erst im Hause Landenhammer kennen und lieben gelernt natürlich. Ja, und da wir uns ja heute auch über den Whisky dann von der Firma Landenhammer unterhalten möchten, müssen wir jetzt, glaube ich, mal einen sehr großen Spagat wagen. Nicht nur vom Thema, sondern auch von der Entfernung, weil eigentlich sitzt die Firma Landenhammer ja, wie man ganz leicht raushören kann, im Bayerischen. Und jetzt gehen wir vom Bayerischen zu einem Whisky, der eigentlich nach einer Insel ganz im Norden benannt ist. Also bei euch gibt es den Sylt-Whisky. So ist es. Wie kommt denn dieser Spagat zueinander? Ja, ich meine, geografisch liegt ihr sehr weit auseinander. Was ermutigt eine bayerische Destillerie, einen Whisky nach einer Insel im Norden zu benennen? Wie, erzähl mal, die Wortfindung oder die Namensfindung, ja, wie auch dann die Idee dahinter, weil das hat ja eigentlich, was wie zum Beispiel auch Marc Renier ja macht bei Waterford ganz stark mit dem Terroir, da habt ihr ja eigentlich schon fast eine Vorreiterrolle, wenn man so möchte. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Die Enkelsöhne von Josef Landenhammer, der Anton und der Florian, speziell der Florian war immer so ein Eila-Whisky-Typ, so ein rauchiger Whisky-Liebhaber. Also Laphroaig, Artbeck, Lagavulin, Bowmore, also schon viel mit Torf oder mit Rauchanteil. Und das konnte man ja bei uns hier in Bayern irgendwie nicht so gut herstellen. Das war Punkt eins. Das zweite war natürlich auch, auf einer Insel den Whisky zu lagern. Aber die Whiskyinsel Eila zu verwenden als Lagerstätte für bayerischen Whisky ist natürlich ewig weit weg von den Kosten, nicht darstellbar. Drum war eben die Frage, herzugehen und sich eine Insel innerhalb Deutschlands oder um Deutschland zu suchen. Und so kam eben die Whiskyinsel, in Anführungszeichen, also die Insel Sylt in Betracht. Der Name Sylt leitet sich ab von der alten Sprache, von der Sölring-Sprache, und bedeutet nichts anderes als Sylt. S-I-L-D, Sylt, der alte Name von Sylt. Und da war eben dieser Gedankensprung, einen sehr maritimen Whisky herzustellen, aber auch einen rauchigen Whisky. Und so hatte also der Grundschritt begonnen, dass man auf der Insel auch einen Bauer gesucht hat, der Gerste anbaut und Gerste herstellt. Und diese Gerste wurde verarbeitet, also vom Bauer angepflanzt, verarbeitet in einer Melzerei mit dem dazugehörigen Torf, mit dem Heidekraut, mit dem Torf darunter liegend. Das sind also schmale Torfplatten, die geplackt werden, also nicht so tief abgetragen werden wie auf der Insel Eila, sondern eher mit einer Tiefe von ca. 15 cm wird also dieses Heidekraut und Torf abgetragen, wird ebenfalls verarbeitet in der Melzerei. Damit wird das Getreide praktisch getrocknet und es kommt dann zu uns in die Brennerei und wir verarbeiten daraus einen Whisky. Den ersten, den wir auf dem Markt hatten, das war der Crannock mit 48 Volumenprozent. Der hat mehr maritime Noten als Rauchnoten. Der ist also um die circa 20 ppm getorft im Getreide, also durchaus noch spürbar im Getränk. Und erst später kam der sogenannte Jöl en Reeg. Jöl en Reeg auf Deutsch Feuer und Rauch. Der wurde ursprünglich, also bis zum Jahr 2023 in den Verkauf gebracht, mit einer Grädigkeit, wenn ich das so sagen kann, mit 25 Parts per Million. Wir haben jetzt die neue Charge ab dem Jahr 2023 auf den Markt gebracht mit 35
Parts per Million, 35 Parts oder PPM, die in der neuen Ausstattung auch auf den Markt gebracht werden, um eben dem Whisky-Liebhaber, der gerne rauchige oder torfige Whiskys genießen möchte, dass er nicht nur in Schottland fündig wird, sondern auch bei uns im Bayerischen Wald. Wobei, muss ich gleich weitererzählen, der Whisky wird zwar hier hergestellt in der Brennerei, wird hier gebrannt, geht in den über einen Transportcontainer wieder zurück nach Sylt und wird dort auf Sylt eingelagert. Der Crannog wird gelagert auf einem Schiff. Das war früher die Angel's Share. Die ist allerdings aus dem Jahr 1939, mittlerweile natürlich auch in die Jahre gekommen, ist auf dem Trockendock, muss überholt werden. Wir haben ein weiteres Schiff gefunden, einen früheren Fischkutter mit dem, aus dem Jahr 1941. Und hier lagern die Crannog Whiskyfässer. Es sind insgesamt 12 Fässer mit jeweils 100 Liter, die ständig unter der Bewegung des Meeres reifen, also einer ständigen Bewegung ausgesetzt sind, um dort angenehm und schnell reifen zu können. Denn der Fischkutter läuft unter der Flagge von Adlerschiffe und ist ein Ausflugskutter. Der fährt 3 bis 4 Mal jeden Tag aufs Wattenmeer, ist immer in Bewegung. Der Whisky kann dort intensiv und schnell reifen. Und wir haben eine Lagerzeit, wir haben festgestellt, dass der Crannog maximal ein Jahr auf dem Schiff bleiben darf, weil er so intensiv die Holznoten aufnimmt, auch durch die Kälte, durch das Schaukeln, durch die Wärme im Sommer, dass wir den also nach einem Jahr vom Schiff nehmen müssen und einen neuen einlagern können. Allerdings nach einem Jahr haben wir beim Crannog logischerweise noch keinen Whisky. Das heißt, wir müssen den Whisky vom Schiff runter und lagern den ein in einem alten Bundeswehrbunker. Wir haben einen Bundeswehrbunker, da geht es 30 Meter in die Erde und dort lagern momentan ganze 140 Fässer mit 200, 225 Liter Inhalt auf Sylt. Und das ist schon mal eine ordentliche Zahl. Nichts natürlich im Vergleich zu großen amerikanischen oder schottischen Firmen, aber für uns, für Landnahmer und für die Marke Sylt doch überschaubar. Und als großes Ziel, diesen rauchigen und diesen maritimen Whisky von Sylt unter unserer Flagge, wenn man so möchte, auf den Markt zu bringen. Kannst du ganz kurz erklären, Helmut, welche 100-Liter-Fässern benutzt ihr denn da? Sind das neue? Wo bekommt ihr die her? Da gibt es einen wesentlichen Fasshersteller natürlich. Den Eder in Deutschland, ja. In Bad Dürkheim, Wilhelm Eder, der stellt für uns die Fässer her. Es sind neue Eichenholzfässer, amerikanische Eiche zum einen, aber auch die deutsche bzw. europäische Stilsteineiche, die wir verwenden, um den Whisky dort einzulagern. Super, und dann wird es umgefüllt nachher in große Fässer im Bunker, ja? Jawohl, richtig. Genau, ja, das habe ich bisher noch nicht ganz so verstanden. Danke, das war cool. Die Fässer sind fest installiert. Die werden auch ab und zu ausgetauscht, logischerweise, weil die haben ja immer nur eine bestimmte Lebensdauer, wo sie ihre Hemicellulose, Tannine, die Gerbstoffe, die Farbstoffe abgeben. Und nach einer gewissen Zeit tauschen wir die aus. Die werden dann weiter verwendet oder verarbeitet. Aber wir müssen die Fässer auf dem Schiffskutter oder auf dem Kutter müssen wir von Hand befüllen. Und zwar immer nur dann, wenn der Kutter vor Anker liegt. Wenn die Leute runtergehen vom Kutter und wenn die neuen Besucher kommen, dann haben wir nur ein kurzes Zeitfenster von 1,5 Stunden, den Whisky runterzubringen und den neuen wieder rauf. Das ist also eine spannende Tätigkeit dort auf dem Fischkutter. Super. Also wenn ich richtig verstehe, ihr nimmt von Sylt Gerste, er nimmt den Torf von Sylt und er nimmt sogar dieses Quellwasser von Sylt. Nehmen wir auch, jawohl. Und ihr transportiert alles da runter in der Langenhammer Brennerei Distillerie. Richtig. Brennt das selbst, das ist eine Zweifachdistillation, glaube ich, auf Potstills, oder? Richtig, und richtig. Dann, nachdem es gebrannt ist, wird es wieder dann nach Norden transportiert und dort gelagert. Und wo wird es abgefüllt? Wo wird es abgefüllt? Genau, bei euch da unten in Bayern. Genau, es wird in Flaschen, du meinst in Flaschen abgefüllt? Ja, genau, meinte ich, ja. Jawohl, wir haben also direkt unter mir, wo ich jetzt sitze, hier in meinem Büro, unten drunter, ein bisschen nach links versetzt, ist die Abfüllanlage. Das heißt, der Whisky muss also auch wieder von Sylt
über einen Container, über ein Transportmedium in den Süden transportiert werden. Ich hoffe, wird er hat keinen Container, oder? Er nimmt einfach ICBs, also ja, nehme ich stark an, 1000 Liter Plastik. Richtig, genau. Super. Und hier wird es nochmal begutachtet, wird auf Trinkstärke gesetzt, wird nochmal gefiltert, dass alles komplett korrekt ist und dann in die typischen Flaschen, die wir erkennen, abgefüllt. Und das heißt, alle deine Produkte bei Whisky sind zwischen 3 und 4 Jahre oder noch älter zum Teil? Noch älter. Oh. Diese beiden Varianten, der Crannog und Jules Enrique, die sind, wie du sagst, so 3,5, 4,5 Jahre alt. Ja. Wobei, ich muss auch dazu sagen, die Marke Sylt besteht seit dem Jahr 2013. Allerdings wurde immer abverkauft und es wurde nichts zurückgehalten. Das heißt, wir feiern dieses Jahr zwar den 10-jährigen Geburtstag, aber wir werden keinen 10-jährigen Whisky auf den Markt bringen. Und um die Möglichkeiten der verschiedenen Whiskys noch etwas auszubreiten, haben wir seit letztem Jahr einen 5-jährigen Sylt Triple Cask, der mit 44 Volumenprozent abgefüllt wird. Wir kennen ja diese Geschichten mit Triple Cask, Threewood zum Beispiel. Viele der Hörer oder die uns zusehen, die kennen natürlich den Ork und Horschen, Threewood zum Beispiel, der 10 Jahre im Ex-Bourbon-Fass, 1,5 Jahre im Oloroso Sherry und 6 Monate im Pedro Ximénez-Fass gewesen ist. Das ist ein Whisky, der hat eine sehr deutlich spürbare, süße Sherry-Note. Wir wollten nicht in das gleiche, in die gleiche Kerbe schlagen, sondern haben uns entschieden, andere Fässer zu nehmen und keine Lagerung anzuwenden, die nacheinander funktioniert, sondern unser Destillat, das wir hier produzieren, wird zeitgleich in 3 verschiedene Fässer oder Fasstypen abgefüllt. Das ist zum einen First Fill Amontillado, Second Fill Port und Burgunderfässer. Und die lagern parallel in unserem Lagerhaus hier links von mir über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, werden dann zusammen verheiratet und dann abgefüllt. Wobei der Verheiratungsprozess aus diesen 3 verschiedenen Holz- oder Fasstypen ist in dem Fall nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich nehme 3 Fässer, einen großen Bottich, leere das zusammen und der Whisky ist fertig. Nein. Unser Geschäftsführer und Master Distiller, also Destillateurmeister Tobias Meyer, der ist mit seinen Destillateuren dafür verantwortlich, dass in einer ganz bestimmten Weise die verschiedenen Fässer zusammengeführt werden. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass aus einem 58 Liter, aus dem nächsten kommen 42 Liter und der nächste hat vielleicht nur 28, wie auch immer. Das ist sein Geheimrezept. Darüber gibt er mir auch keine Auskunft, aber er kann mit dieser Rezeptur, mit der Zeit, mit den Einflüssen der Fässer immer wieder genau diese Rezeptur des Sylt Triple Cask nachbilden. Und so haben wir also einen weiteren Whisky in der Range, die wir also so auf dem Markt haben, der allerdings auch hergestellt wird, nicht mit der Gerste aus Sylt, sondern mit der Gerste um Traun, um das Traunsteiner Gebiet. Mhm. Genau, da wollte ich direkt hin. Vielen Dank für den Ball, den du mir zuspielst, denn bei dem Triple Cask, wie ja auch bei dem Heritage 28 oder Heritage 28, ist es ja so, dass wir dann nicht mehr nur Sylt, Sylt, Sylt haben, sondern wir haben Sylter Namen, aber wir haben die Rohstoffe und die Brennerei in Bayern. Das wird dann alles aus bayerischen Zutaten in Bayern gemacht und wird dann erst nach Sylt verbracht. Verstehe ich das so dann richtig? Die beiden, der Heritage 28 und der Triple Cask, die lagen im Süden. Genau. Es sind nur 2 Varianten. Crannog und Jules Enrique ist eine Sylt-Variante, lagert im Bunker und auf dem Schiff. Die anderen Varianten, die lagern hier bei uns hier im Süden. Okay. Und Heritage, bitte. Heritage 28, eine ganz interessante Geschichte, wenn ich da unterwegs bin und habe bei den Whisky-Tastings auch den Heritage dabei, dann ist es wichtig, diesen Whisky natürlich nicht zu vergleichen mit einem Balvenie 25, mit einem Glenfarclas 21 oder mit irgendeinem Whisky, der 15, 18, 21, 25 Jahre im Holzfass war. Wir haben hier
die, möchte ich mal sagen, die perfekte Verheiratung aus Distillery-Charakter und Einfluss des Holzes. Weil der Heritage 28, der ist um die 3,5-4 Jahre alt und hat einen ganz speziellen Hintergrund. Der ist dahingehend zu suchen, dass wir hier eine ganz spezielle Fassart oder einen ganz speziellen Baum dafür verwenden, den wir zur Lagerung einsetzen. Das heißt also, wir holen nicht irgendein Fass oder irgendwelche Fässer, sondern der Tobias Meyer hat sich eben entschieden, dafür eine Eiche, eine sogenannte Napoleon-Eiche von Bad Dürkheim zu holen, die in diesem Bereich um Bad Dürkheim aus dem Staatsforst eben geschlagen worden ist und bei dem Wilhelm Eder zu einem Fass verarbeitet worden ist. So, da muss jemand, du kannst nicht einfach in den Wald gehen und dir eine Eiche aussuchen und die dann umschneiden. Da kriegst du die richtig großen Schwierigkeiten. Es ist einfach so nicht erlaubt. Also man muss den Antrag stellen beim Forstamt, beim Staatsforst, dann muss ein Förster mit dabei sein, ein Waldfacharbeiter, dann muss für jeden geschlagenen Baum muss natürlich auch eine neue Eiche wieder gepflanzt werden. Und wir haben uns also mit dem Fass Eder eine ganz bestimmte Eiche ausgesucht. Wir waren morgens da war ich zufällig auch dabei, da war ich noch bei Campari, man darf das gar nicht sagen, und hatte ein Holzseminar beim Wilhelm Eder besucht. Und da war eben der Tobias auch mit dabei. Wir sind in den Wald gefahren, morgens um 6:30. Es war bitterkalt, es gab nicht viel zu frühstücken und es war noch richtig dunkel. So, und mit dem Wilhelm Eder und mit den Leuten vom Forst haben wir uns eine Eiche ausgesucht. Die wurde dann geschlagen, also gefällt. Und die war also dann praktisch für uns bestimmt, für die Lagerung von Whisky bei Landenhammer. Und wir haben die Jahresringe gezählt und wir kamen auf ein Alter von 254 Jahre. Das ist mal richtig viel. Also ja. Man nennt deshalb dieses Holz auch Napoleon-Eiche, weil zu Zeiten Napoleons war diese Eiche gerade mal 3-4 Zentimeter groß. Und die ist über den Zeitraum bis vor ein paar Jahren ist die gewachsen und hat nur darauf gewartet, bis wir kommen, lustig ausgedrückt, sie umschneiden und Fässer draus machen. Und darin lagert nun unser Heritage 28. Das heißt nicht, dass der 28 Jahre alt ist, sondern dieses 28 bedeutet die Hommage an das Gründungsjahr von Landenhammer 1928. Und mit diesem Wissen ist es eigentlich viel besser zu verstehen, was dahinter steckt und dass dieser Whisky dann einen ganz anderen Charakter annimmt, wenn ich weiß, in welcher Eiche, in welch alter Eiche der gelagert worden ist, um nicht einfach so einen lapidaren Whisky für, 1699 aus dem Supermarkt, sondern man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, um einen Whisky in die Flasche zu bringen, der auch eine ganz spezielle Geschichte aus der Fasslagerung mit sich bringt. Heritage 28. Und pro Baum, weiß ich, in Amerika, meistens kriegt man ungefähr 4 Fässer raus. Bei einer amerikanischen Eiche, der normalerweise nur 80 Jahre alt ist. Wie viele Fässer wurden denn praktisch daraus auf eine Napoleon-Eiche aus Deutschland dann hergestellt? Nicht mehr. Ja. Das ist, weil die amerikanische Weißeiche wächst natürlich etwas schneller. Ja. Nach 80 Jahren ist die schnittreif, hat einen Durchmesser, sagen wir, von 50, 60 Zentimeter, könnte sogar mehr sein. Die Napoleon-Eiche hat keinen erheblich größeren Durchmesser. Ja. Die hat sehr eng zusammenliegende Jahresringe, die wächst sehr langsam und hat ein nicht unerhebliches Alter auf dem Rücken, kann man sagen. Sehr cool, danke für die Geschichte. Ein Holzkonzentrat sozusagen. Also wir haben einfach auf den Zentimeter mehr Geschmack. Ja, genau. Das stimmt. Wir haben uns jetzt über 4 Whiskys unterhalten. Ist das, was du uns jetzt gerade eben so
ja, enthusiastisch vorgestellt hast, dann die Core Range oder sprechen wir von endlichen Abfüllungen? Also ist zu erwarten, dass es diese vier Abfüllungen mit diesem Namen dann in naher Zukunft nicht mehr gibt? Wie ist dort die Produktplatzierung? Also ist einer davon irgendwie, das ist unser Klassiker, den wird es immer geben, die anderen laufen aus, sind Batches. Wie habt ihr das so kreiert? Also der Heritage 28, den wird es auch weiterhin geben, auch in dieser Form. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist die angenehme Variante, die gut trinkbare, die leicht trinkbare. Ich brauche da kein großes Whisky-Verständnis. Ich muss nicht nach irgendwelchen Sherry-Noten, nach irgendwelchen speziellen Rauchanteilen suchen, sondern das ist einfach ein Whisky, der geht morgens, mittags und abends. Das ist ein typischer All-Day-Whisky. Der Triple Cask, der verlangt von seinem Genießer doch etwas mehr Bewusstsein, weil er doch erheblich trockener ist als ein Sherry-Fass gelagerter Whisky. Der braucht Sinn und Sachverstand im Genuss, weil er hat durchaus so leicht herbe Noten, die er in sich trägt, aufgrund der verschiedenen Weinfässer, der trockenen Weinfässer, die eingesetzt werden. Der Crannog, den hatten wir ursprünglich mal immer als Jahreszahl, als Batches praktisch auf den Markt gebracht. Ich denke, das werden wir in Zukunft so nicht mehr weiterführen, sondern es ist einfach der Crannog. Der Crannog wird weiterhin im Markt bestehen, genauso wie der Jöhl en Reeg. Würde jetzt diese Absatznachfrage oder die Nachfrage an sich erheblich steigen, dann werden wir ab und zu out of stock gehen, weil wir haben nicht allzu viele, die wir pro Jahr fertigen. Es kann sein 1200, 1500 Flaschen, die sind relativ schnell vergriffen. Und du sprichst natürlich auch, habe ich schon gehört an deinen Worten, deiner Fragestellung, was kommt denn als nächstes? Ist natürlich nicht einfach bei Landenhammer. Wir haben auf der einen Seite das Obst, dann haben wir den Whisky, dann haben wir den Gin, dann haben wir den Rum und dann haben wir die Liköre. Und jeder, der für bestimmte Produkte natürlich verantwortlich ist, der möchte auch noch mehr von seiner eigenen Range. Also wir haben 62 verschiedene Produkte im Portfolio bei Landenhammer und das sind gerade mal 5, die das Prädikat Whisky haben. Also wir haben 5 verschiedene Whiskys, beziehungsweise 4 plus einen Whisky-Likör. Ja. Und ich versuche so nach dem Motto, je sanfter der Schnee fällt, desto länger bleibt er liegen. Das Büro von Tobias Meyer, von meinem Chef, ist direkt nebenan. Und natürlich gehe ich oft zu ihm und sage, was könnten wir denn noch machen? Ich hätte gerne ein Torfmonster. Ich hätte gerne einen Fassstärke-Whisky. Ich hätte gerne einen Rumfire. Ich hätte gerne den und den Likör. Ich hätte. Also meine Wünsche innerhalb meines Verfügungsgebietes sind nahezu unerschöpflich. Was ich ernte, sind böse Blicke. Und wir sind hier nicht beim Christkind, wo man die Bestellung aufgeben kann und alles kommt, sondern natürlich schon mit einer gewissen Hingabe. Und das, was ich mir in Zukunft vorstellen könnte, ich muss ihn da noch überzeugen davon, ich hätte gerne einen Whisky mit einem höheren Rauchgehalt, noch höher. Ich strebe da an, über die 40 ppm zu gehen zum Beispiel. Das ist mein persönlicher Wunsch. Bitte sagt es ihm nicht weiter, schickt ihm bitte nicht den Link. Es soll ja eine Überraschung sein. Und auf der anderen Seite spiele ich auch natürlich mit dem Gedanken, einen fassstarken Whisky auf den Markt zu bringen. Es ist, also ich habe viele, viele Ideen, viele, viele Wünsche. Nicht alle werden wahrscheinlich erfüllt, aber ich bleibe beharrlich und stetig und höre natürlich auch die Wünsche von dir, Jason, oder von dir, Marc, und aus der Whisky-Community, was wünschen sich die Genießer, die Verbraucher, unsere Freunde, um denen eben auch was zu geben, woran sie Spaß haben. Es ist ja nicht nur, dass ich was Schönes für mich habe, sondern es soll ja auch dahingehend sein, dass ich meinen Whisky-Freunden, den Whisky-Nerds, positiv gesprochen, die sich gerne unterhalten, Tag und Nacht über Whisky,
über die verschiedenen Aromen, über die Lagerungsstätten, über die Einflüsse des Holzes und so weiter, dass man denen auch was Gutes tut und denen was gibt, das sie eben auch gern haben. Das ist so meine Bestimmung und meine Absicht. Ach Helmut, wenn man dieses Herzblut und diesen Enthusiasmus raushört und bei dir jetzt mit Mitte, Ende 30, da hast du doch noch genügend Zeit, um deinen Chef zu überzeugen und da mal ordentlich ein gutes Wort für uns Nerds einzulegen. Du hast uns... Helmut hat damals mit 8 angefangen, Markenbotschaft zu sein. Nach der 2. Klasse. Ja, ich tue. Das war Herzblut, ja. Genau. Du hast uns bei euren Abfüllungen sehr, sehr unterschiedliche Grundprodukte eben erklärt. Also auch die Zutaten, um es einfach mal so zu nennen, sind ja sehr unterschiedlich. Die Fässer, die ihr verwendet in den einzelnen Fassarten, sind sehr unterschiedlich. Würdest du trotzdem sagen, es gibt einen Sylt-Charakter, wo ich sage, okay, ich finde von Abfüllung 1 bis 4 einen Charakter, der sich durchzieht, ein roter Faden, der für mich im Glas klar macht in einem Blind-Tasting, das kann nur ein Sylt sein und das ist dann auch so. Da wird es schwierig. Also ich denke, wenn ich alle 4 Whiskys hinstelle, werde ich keinen einheitlichen Charakter finden. Es ist vermutlich der deutsche Stil, der Stil einer Zweifachdestillation. Wir haben unterschiedliche Gerste, wir haben unterschiedliche Materialien, die wir verwenden, unterschiedliche Fässer. Wenn ich diese 4 Whiskys mitnehme zu Verkostungen, dann treffe ich immer mit einem auf den Geschmack, der beliebt ist. Ich habe aber auch, dass die Leute sagen, das ist jetzt nicht so meiner, aber der andere. Also ich kann mit diesen 4, die ich momentan habe, kann ich meist einen Treffer landen, wenn sich jemand für Whisky interessiert, logischerweise. Weil die sind in ihrer Eigenschaft sehr, sehr unterschiedlich mit diesen 3 Fässern oder mit der Rauchigkeit oder mit dem höheren Alkoholgehalt. Also ich habe definitiv unterschiedliche Charaktere, die ich in der Flasche habe. Keine einheitliche Linie, dass alles Sherry-basierend ist, wie manche Brennereien in Schottland beispielsweise, dass man sofort erkennt, das ist Rauch, 43 Parts per Million, das kann nur Eiler, der in der Mitte sein, von den 3 unten aufgehangen von der Insel. Also das haben wir in dem Stil nicht, sondern wir versuchen auf eine möglichst große Palette uns aufzustellen, um jedem, der Interesse hat, was Gutes zu bieten. Aber falls du es jetzt noch nicht geschafft hast, in den vergangenen Minuten unseren Zuhörern dann, gerade ausgesagt, das Maul wässrig zu machen, wie würdest du denn dann grundsätzlich einfach mal einen typischen Sylt beschreiben? Was macht's denn aus? Warum sollte ich den Sylt probieren und nicht irgendeinen anderen Whisky? Für den Whisky-Einsteiger oder für den, der nicht nur das Alter schätzt und nicht nur den langen Fasseinfluss schätzt, dem könnte ich empfehlen, auszuprobieren, dass es wichtig ist, nicht nur 21 Jahre lang eingesperrt zu sein und dieses Destillat zu probieren, sondern zu versuchen, auf der einen Seite den Distillery-Charakter herauszufinden mit dem Einfluss des Holzes. Das schaffen wir beispielsweise mit dem Heritage 28, der eine angenehme Ausgewogenheit hat. Und ich kann den Distillery-Charakter durchaus noch erkennen, aber auch den leichten Fasseinfluss. Oftmals sagt man, dass bei deutschen Whiskys der Obstbrandcharakter durchschlägt. Das ist ein Whisky, das kommt aus einer Obstbrennerei. Ja, das mag schon sein, weil... Wenn ich die Brennblase nach dem Chargenwechsel nicht ordentlich reinige zum Beispiel oder wenn ich nur mit Wasser rausspritze, das ist bei uns, jeder Chargenwechsel heißt, der Destillateur bzw. der Azubi in dem Fall muss in den Brennkessel mit Zitronensäure, muss innen alles sauber machen, muss die Brennblase komplett vorbereiten auf die neue Frucht oder die neue Gerste oder auf den neuen Ansatz, der eben gebrannt wird, um keine Dinge mitzunehmen aus dem vorhergehenden, was produziert worden ist.
weil wir haben insgesamt 4 Rohbrandbrennblasen und wir haben also mit jeweils 1000 Liter und 4 Feinbrandbrennblasen mit jeweils 500 Liter. Und die müssen halt top gereinigt sein, damit nichts vom Vorhergehenden übertragen wird. Das ist der Punkt 1. Deshalb haben wir einen angenehmen, wie gesagt, Destilleriecharakter mit dem Heritage 28. Der Triple Cask, ich würde da schon eher mich auch ins Gefecht begeben, ab einem Alter von 15 Jahren zum Beispiel. Also ich könnte mit konkurrieren und den Whisky mit dazustellen, wenn 15-jährige Whiskys beispielsweise verkostet werden. Durch den kräftigen Fasseinfluss kann ich dort natürlich auch in einer gewissen Weise mitspielen. Wer die maritimen Noten der Islay-Whiskys nicht unbedingt, sondern der Insel-Whiskys bevorzugt, die nicht stark getorften, da würde ich dann den Crannock, der mit seinen leichten maritimen Noten punkten kann, würde ich den ins Rennen schicken. Und der Islay Rauch-Torfliebhaber, für den würde ich dann den Jules Henrique empfehlen. Also doch für den einen oder anderen vielleicht eine Auswahl, wo man sagen kann, da lasse ich mich doch mal überraschen. Dann sind wir eigentlich wieder bei der Namensfindung perfekt. Also wenn ich es jetzt richtig raushöre und interpretiere, was du uns vorgestellt hast, ist der Sylt Whisky eigentlich so wechselhaft, aber auch so beständig wie die Nordsee. Also von einem normalen, glatten Meer bis hin zur rauen See haben wir eigentlich alles und können alles bedienen. Also vom nicht wirklich Badegänger bis hin zum hochseetauglichen Whisky-Trinker können wir hier wirklich alle bedienen. So ist es, so ist es. Das hast du sehr schön gesagt, das merke ich mir. Ich habe gesagt, Marc kann tolle Übergänge machen, ja? Also, bravo, bravo, gut gemacht. Ja, super, sehr, sehr interessant. Und kannst du uns eventuell, wenn wir jetzt ja schon vom Meer und den Schiffen und allem hören und Sylt ja ein Reiseziel ist, wo ist denn das Reiseziel dann von Sylt Whisky? Also wo geht die Reise hin? Was können wir denn da so vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erwarten? Werdet ihr euch auf diese Range noch konzentrieren oder haben wir da noch irgendwelche Sachen in petto, die du natürlich vielleicht verraten oder wenigstens nur anteasern kannst? Ja, auf Sylt in diesem Bunker, wie eingangs erwähnt, lagern momentan 140 Fässer mit jeweils ca. 200 Liter Inhalt. Das heißt, die sind auch nach und nach werden die reif. Es sind nicht nur Ex-Bourbon-Fässer, sondern es sind die unterschiedlichsten Fässer, die man weltweit haben kann, die dort liegen und lagern. Und unsere Destillateure, die auch für den Whisky logischerweise, für die Abfüllung und für das Erriechen und für die Freigabe zuständig sind, die sind 2 bis 3 Mal pro Jahr auf Sylt, testen die Fässer, die in Frage kommen von ihrem Alter her und entscheiden dann, werden sie abgefüllt oder müssen sie eine weitere Lagerzeit über sich ergehen lassen. Und je nachdem, welche Fässer eben in die engere Auswahl kommen, die könnten dann vielleicht eine weitere Abfüllung in einer speziellen Varianz durchaus auf den Markt kommen. Werdet ihr dann dort auch dem, ich sag mal, eigentlich Trend in Deutschland schon auch ein Stück weit folgen, wie man jetzt ja auch bei dem Triple Cask dann sieht, dass ihr wirklich mit Jahreszahlen arbeiten wollt oder soll das eher die Ausnahme bleiben und man bleibt lieber bei der bildlichen Sprache und gibt den Whiskys wohlklingende Namen oder werdet ihr euch auch in die Richtung hin entwickeln, wie man das ja gerade eben in Deutschland so sehr sehen kann, dass wirklich mit klaren Altersangaben gearbeitet wird? Bei als Vergleich der schottische Whisky oder die Schotten haben uns ja über die Jahre hinweg erzogen, dass beispielsweise nur ein 12-jähriger Whisky das Nonplusultra ist. So hat man ja, ging ja das los in den späten 70ern, 80ern und so weiter, als der Dimple 12, Glenfiddich 12, also alle mit dieser magischen 12 vorne drauf. Bei vielen
Brennereien gehen teilweise die Bestände aus, dass man nicht so lange warten kann, bis die 12 Jahre erreicht sind. So werden schöne Namen erfunden und er kommt eben früher, unter 12 Jahren, auf den Markt. Früher sagte der Schotte, nur 12 und älter ist das Nonplusultra. Seit einigen Jahren heißt es auch Schottland, na, es ist nicht unbedingt die 12 oder diese 12 Jahre, sondern wir füllen jetzt den Whisky ab, wenn er reif ist und wenn er uns schmeckt. Ja, das ist ein gutes Argument. Wir werden das genauso machen. Wir werden einen gewissen Teil natürlich zurückhalten, um mal mit einem 10-Jährigen beispielsweise, mit einem 12-Jährigen auf den Markt zu kommen. Aber es ist momentan nicht unser Anspruch, nur auf die Jahreszahl hinzuarbeiten, da wir sonst nur produzieren müssten, einlagern müssten und dann hätte man 12 Jahre lang eine Wartezeit und wir würden nichts zu trinken bekommen. Deshalb ist der Fokus eher auf den geschmacklich wertvollen Whisky. Und erst an Position 2 der Priorität setzen wir die Jahreszahl, wenn eben so viel eingelagert ist, dass man also tatsächlich einen 10- oder 12-Jährigen, der natürlich auch seinen geschmacklichen Anspruch dann erfüllen muss, auf den Markt bringen. Das ist eben die Krux dabei, auf der einen Seite die Jahre oder die Jahreszeit vergehen zu lassen oder die verschiedenen Jahre im Vergleich zum Reifegehalt. Wie beispielsweise mit dem Krennock, wie ich erzählt habe, der kann maximal ein Jahr auf dem Schiff bleiben. Der würde so holzig werden, würdest du den 2 Jahre auf dem Schiff lassen, der würde nicht mehr schmecken. Der hätte einen Charakter nach Uhu, Patex, Nagellack entfernen und frischer Farbe, weil der so viel aus dem Holz ziehen würde, dass es geschmacklich nicht mehr schön wäre. Deshalb muss eben der Destillateur und wir im Team immer mal wieder probieren. Das ist ein harter Job, ich sehe dir das an. Also das ist definitiv, das muss wirklich ein qualvoller Job sein. Man hört das auch raus und ich bin trotzdem neidisch. Das bin ich auch. Da wir gerade eben so schön auch über die Jahreszeiten gesprochen haben, wir nehmen ja aktuell zu Beginn des Jahres diese Folge auf. Das heißt, für viele stehen noch viele Ferien und viele Reisezeiten bevor. Kann man, wenn man jetzt sagt, heute, Mensch, der Knöpfle, das ist aber ein dufter Typ, den möchte ich mal sehen und ich möchte die Landenhammer-Distillerie sehen und ich möchte vielleicht auch mal ein Fasslager sehen. Ist es möglich, euch zu besuchen? Einmal natürlich im Bayerischen oder auch auf Sylt. Gibt es dort irgendwo die Möglichkeit, bei euch vorbeizuschauen, eine Führung zu machen? Habt ihr irgendwelche Veranstaltungen, die jetzt absolut sehens- und nennenswert sind, wo du sagst, Mensch, das sollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Für diejenigen, die auf Sylt unterwegs sind, da gibt es einen Tipp, und zwar ist das der Hafen in List. Da liegt der Kutter Gret Palucka. Ist eine Ausdruckstänzerin aus den 30er Jahren gewesen. Die war Namensgeberin für den Kutter, Gret Palucka. So, man kann über die Adlerschiffe entweder online oder vor Ort eine Ausflugstour buchen. Für ein paar Euro ist dann 2 Stunden auf dem Wattenmeer unterwegs und man hat dann auch die Möglichkeit, die Fässer zu besichtigen und einen Whisky auf dem Kutter zu probieren. Mein Geheimtipp, bitte nicht weiter sagen, der Kapitän, der früher in seinem Arbeitsleben um die Weltmeere mit großen Containerschiffen gefahren ist, namens Alfred Resch. Der ist Kapitän, jetzt nach seiner langen Arbeitszeit auf den Weltmeeren, Kapitän der Gret Palucka, fährt wie gesagt viermal täglich aufs Wattenmeer hinaus. Wenn ihr dorthin geht, zu dem Kapitän und zu seinem ersten Offizier, der erklärt, was da passiert auf dem ehemaligen Fischkutter, ist der Christoph, Alfred Resch und der Christoph, sagt denen einen schönen Gruß von mir, dann habt ihr alle Möglichkeiten offen, mal in den Schiffsbauch zu gehen und die Fässer zu begutachten. Man kann die Fässer sind versiegelt, da sind so viele Besucher, die würden natürlich, da wäre ein Fass innerhalb von einem halben Jahr wäre leer, weil jeder was
natürlich probieren möchte. Aber man kann natürlich auch auf dem Kutter den Krenok probieren und den Jules Enrique. Das ist möglich. Da bin ich nicht dabei. Wir haben letztes Jahr waren wir zweimal auf dem Wattenmeer mit einem Tasting im Sonnenuntergang. Wir haben schönes Wetter bestellt. Es kam schönes Wetter für diejenigen, die dabei gewesen sind. Also es war ein Sonnenuntergang vom Allerfeinsten. Wir sind am Jeverturm vorbeigefahren auf Sylt, der in der Werbung ja oftmals gezeigt wird. Und wir hatten einen wundervollen Abend an Deck mit den Varianten und dann später nach Einbruch der Dunkelheit unter Deck, um die verschiedenen Whiskys zu verkosten. Also für die Sylt-Liebhaber. Wer gerne zum Skifahren oder zum Wandern, zum Mountainbiken, wer gerne in den Bergen sich aufhält, der muss, wenn er unten auf der linken Seite rumfährt, um München Richtung Salzburg, wie gesagt, über den Brenner beispielsweise nach Italien oder nach Tirol oder wo auch immer die Reise hingehen möchte, möchte bitte unbedingt einen Stopp machen in Hausham. Wir haben hier auch keine Hotels, Pensionen. Man muss ja nicht in das mega teure Hotel beispielsweise einbuchen. Es gibt auch normale Pensionen, normale Hotels. Man kann sich hier wunderbar rumtreiben, um den Schliersee spazieren, den Tegernsee besuchen, den Wallberg besuchen. Also es gibt viele Ausflugsziele. Und da würde ich an unsere Hörer und an unsere Zuseher sehr gerne die Einladung aussprechen, wenn ihr unterwegs seid, kommt alleine, kommt mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, kommt mit dem ganzen Bus, meldet euch aber bitte an info@landenhammer.de. Diese Information bitte weiterleiten, es kommt bei meiner Kollegin raus, weitergeben an mich. Und dann, ich verspreche euch, ihr werdet einen Nachmittag oder auch einen Vormittag hier haben, den ihr nicht vergesst. Wir haben hier 111 Steinzeugbehälter, in denen Obstbrand reift. Wir haben jede Menge Whiskyfässer, wir haben jede Menge Rumfässer. Also du hast hier in der Brennerei keine Langeweile. Nicht vormittags, nicht nachmittags und nachts schon gleich zweimal nicht. Also wir haben schöne Zeiten, die man hier erleben kann, um einfach die Produktion von Whisky, Rum, Gin und so weiter, von Obstbränden hautnah mitzuerleben und das auch zu probieren, um einfach so die Einsicht zu kriegen, wie funktioniert das eigentlich? Wie passiert Obstbrennen? Wie passiert Whiskybrennen? Was ist der Einfluss des Holzes? Wir können Fassproben uns ziehen. Das ist der Tobias, der ist ja meistens hier im Büro, der kriegt das gar nicht mit. Ich gehe mit der Besuchergruppe rüber. Ich habe auch einen Akkuschrauber, um die Versiegelung aufzumachen von den Fässern. Wir können jedes Fass, jeden Steintank, wir können alles besichtigen, ausprobieren, um einfach einen schönen Tag zu haben. Nicht um sich zu berauschen, sondern um den Horizont zu öffnen, was eigentlich die Landenhammer Brennerei alles kann. Wow, danke Helmut. Ja, also. Ich fühle mich gleich eingeladen, sowohl Richtung Norden wie auch Richtung Süden. Da muss ich mich entscheiden jetzt hier. Ich habe gerade eben nebenher überlegt, ob ich die E-Mail gleich schicke. Bitte, bitte. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das war so, bam, Mic Drop. Wir können jetzt direkt aufhören, Jason. Wir lassen das jetzt einfach bleiben, weil da gibt es ja eigentlich nichts mehr on top, oder? Nee, das war super, Helmut. Besseres Schluss hätten wir nicht haben können. Eine persönliche Einladung und Tipps, sowohl in Nordsee wie auch in Bayern. Also genial. Ja, für mich bleibt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, die mich interessiert, Helmut. Und zwar, wenn sich jetzt heute Abend jemand bei Google informiert über Landenhammer Whisky und wir hatten gerade eben den Schliersee angesprochen, da kommt ja auch immer irgendwo eine Connection zustande. Ich werde den Schliers Whisky immer wieder finden. Ja. Erzähl doch vielleicht noch ein oder zwei Sätze dazu, denn ihr habt ja eine gemeinsame Geschichte. Was hat es denn damit noch auf sich? Also ursprünglich war die Firma Landenhammer. Es war Josef Landenhammer mit seiner Brennerei. Der Florian Stetter als großer Whisky-Fan, der hat damals angefangen im Jahr 1999 zum ersten Mal Whisky herzustellen bzw. Whisky zu brennen. Der hieß ja noch nicht Whisky, sondern erst 3 Jahre mindestens danach
später wäre die Verkehrsbezeichnung als Whisky. Das war also so diese Anfangszeit ab dem Jahr 1999. Damals hatte man auf dem deutschen Markt noch nicht so wirklich dran geglaubt, dass ein deutscher Whisky solche Schritte machen könnte und wird, wie es die Brennerei Schliers gemacht hat. Zum Thema Schliers an sich, die Aussprache kommt aus der alten, aus der keltischen Sprache vom Schliersee. Wenn du Schliers und zweimal ein E, also zweimal Emil dahinter hängst, dann hast du die alte Schreibweise vom Schliersee. Also nicht Schleiers oder Sliers oder sonst irgendwie, sondern es geht hier um den Schliersee, drum der Begriff Schliers. Das war also so der Ursprungsgedanke, diesen Whisky so zu nennen, weil er kommt nämlich eben aus der Nähe des Schliersee. Und das ist dann so gut gelaufen und die Nachfrage war so hoch, weil es war auch exotisch, logischerweise, ein Whisky aus Oberbayern. Die Schotten haben eine 500-jährige Tradition und jetzt fängt der Florian Stetter fängt an, da in Oberbayern einen Whisky herzustellen. Also war das, es war ein kritisches Auge, das man auf uns geworfen hat, aber natürlich auch in sehr positiver Weise hat man das beäugt, weil die Leute haben dann probiert und haben das natürlich auch für gut befunden. Und die Nachfrage war dann so hoch, dass man in der Landenhammer Brennerei das nicht mehr verarbeiten konnte. Wir verarbeiten hier, wenn in einem guten Jahr sind es 800, 850 Tonnen an Früchte, die hier angeliefert werden und verarbeitet werden. Ihr müsst mal, also die Besucher, ihr müsst mal kommen Mitte September, da kommt jede Woche, kommt zweimal ein Sattelschlepper mit 25 Tonnen Birnen. Da ist da draußen Halligalli und das sind pflückreife Birnen. Jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausende. Das sind keine Birnen, mit denen kannst du jemanden erschlagen, vom Billigdiscounter, diese mega harten Dinge, sondern das sind Birnen, die kann man aus Kindeshand, wenn ein kleines Kind kann diese Birne zusammendrücken und der Saft läuft dir am Arm runter und tropft auf die Erde. Es sind pflückreife Topfrüchte, die einfach Spaß machen, sie zu verarbeiten als Alkohol, als Brand zu trinken, natürlich auch zu essen, logischerweise. Und die Kapazität der Brennerei ist irgendwann mal erschöpft. Ich kann noch nicht zusätzlich 300.000 Liter Whisky herstellen. Funktioniert nicht in vier großen und vier kleinen Brennblasen. Da müsste ich rund um die Uhr arbeiten und selbst dann würde ich es nicht schaffen. Deshalb war die Überlegung, ab dem Jahr 2005, 2006 eine eigene Brennerei zu bauen, die dann im Jahr 2007 an den Start ging. Und somit hat man also zwei Brennereien, die ausschließliche Schliersbrennerei in Neuhaus auf dem Weg Richtung Wendelstein-Spitzingsee und unsere alteingesessene Landenhammer Brennerei, die wir hier eben den Obstbrand und seit dem Jahr 2013 den Sylt mit herstellen. Und ja, wie es eben die Wirtschaft und die Welt eben so mag, ist es so, dass wir immer noch zusammen sehr stark kooperiert haben, logischerweise. Aber aufgrund der geschäftlichen Beziehungen seit dem Januar 2022 sich die Wege komplett separiert haben, weil Schliers einen eigenen Weg geht über einen eigenen Vertrieb, auch international, sei es nun Asien oder Amerika, also eher Richtung weltweit, auch die Kapazität ausschließlich für Whisky vorhanden ist und möglich ist. Und es kann bei uns, können wir mit den verschiedenen Obstsorten und unserer Brennerei nicht leisten. Wir können Deutschland versorgen mit unserem Whisky, mit dem Gin, mit dem Rum, mit dem Edelbrand. Aber wir können nicht ganz Taiwan, Singapur, den gesamten asiatischen Bereich, Indien und Amerika versorgen. Dafür sind wir zu klein. Wir sind an der maximalen Obergrenze. Wir versuchen den Standard so hoch wie möglich zu halten, was uns auch sehr gut gelingt, weil wir eben in kleinen Chargen herstellen und immer die Hand drauf haben, immer kontrollieren. Es wird jeder LKW, der Birnen, Kirschen, Aprikosen, was auch immer anliefert, persönlich kontrolliert. Da ist auch unser Senior,
der Schwiegersohn von Josef Landenhammer. Der ist ein Jahrgang 1936. Siegfried Stetter, der ist noch jeden Tag im Haus. Wenn die Obstlieferung kommt hier, ist er auf dem Stapler, lädt persönlich ab, kontrolliert die Früchte. Wenn irgendwas passiert, ist der Senior am Start. Er ist ein Lexikon für meinen Fragenkatalog. Und er erzählt, ich frage ihn für 5 Cent und er antwortet für 1 Euro. Und das ist gigantisch. Und das macht halt Spaß, so einen Wissensquell an Erfahrung und an Know-how zu haben, um mich da auch weiter und weiter reinzugraben in die Produktion, in die Heritage, wie man so schön sagt, und natürlich in das Vermächtnis und in die Kunst der Destillation und was eigentlich hinter der Philosophie von Landenhammer steckt. Wir sind nicht so 1928, so dieses altertümliche Bayern oder so. Da ist schon ein gewisser Fortschritt, weil die Brennerei ist gebaut 2014 und zählt zu den modernsten Brennereien Europas. Und das ist der zu Besuch kommt und das da drüben sieht im Brennhaus und die Maischetanks, die Fermentationsbehälter und die ganze Systematik dahinter, sieht, dass wir schon einiges zu bieten bzw. anzusehen haben und unsere Besucher auch für unsere Produkte und für unseren Spirit, den wir selber haben, auch begeistern können. Also ich hoffe für die Firma Landenhammer, dass aus euren Brennapparaturen mindestens so viel Whisky sprudelt wie die Leidenschaft und die Worte hier aus dem Helmut Knöpfle. Lieber Helmut, leider sind wir für diese Folge langsam, aber doch sicher am Ende und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben uns wirklich intensiv und voller Leidenschaft über eure Produkte, über eure Firma unterhalten und ich glaube, ich bin infiziert und ich muss auf jeden Fall mal bei euch vorbeischauen, denn also wenn es nur halb so gut ist wie das, was du erzählt hast, dann ist es schon mega gut. Ich freue mich auf euer beider Besuch und ich freue mich auf jeden Besuch unserer Zuhörer, unserer Zuseher, alle, die sich dafür interessieren, kommt vorbei. Ich nehme mir Zeit, ich zeige euch, ich lasse euch in die Fässer riechen. Wir machen die Fässer auf, wir machen die Ton, die Steinzeug- und Steingutbehälter machen wir auf. Ich spare mit nichts hier in der Brennerei. Es gab einen letzten Satz. Für die Kollegen, die mit schottischem Whisky unterwegs sind, die schottischen Brennereien sind so geizig, mit New Spirit, mit Fassproben, mit weiß der Kuckuck, die rücken ja nichts raus aus den Lagerhäusern. Mit diesem Wissen habe ich auch beim Tobias angefragt, könnten wir da mal nicht ein Whisky-Tasting mit Fassstärken haben zum Beispiel oder darf ich sowas machen oder ein Dekonstruktionstasting zum Beispiel. Da sagt er, was guckst du da mich an? Geh ins Lagerhaus, hol, was du brauchst. Und das ist hier wie im Paradies. Wir dürfen machen, wie wir lustig sind, was wir uns vorstellen. Und wenn ihr kommt, mich zu besuchen, wir probieren New Spirit, wir probieren Fassstärken. Wir haben hier eine Fassstärke mit 65,2 Volumenprozent, ein absoluter feiner Tropfen. Und das sind lauter schöne Momente, die man hier erleben kann. Deshalb, ihr seid herzlich willkommen. An dem Punkt, Helmut, von deinem herzlichen Willkommen gehe ich über in einen herzlichen Dank und zwar für den heutigen Podcast, für die heutige Folge. Und ich denke, du hast noch Material für eine weitere Folge. Wir werden irgendwann wieder mal zu Gast sein im Bayerischen Wald und würden gerne dann mit dir nochmal über Sylt-Whisky diskutieren, sprechen und dann vielleicht sogar den Sylt Triple Cask 10 Jahre vorstellen, wie auch immer. Ja, also ich bin sehr gespannt drauf. Vielen, vielen herzlichen Dank und ganz liebe Grüße von mir in den Bayerischen Wald. Jason, wir haben dir gar nicht viel Sprechzeit gelassen, deshalb würde ich dir jetzt einfach das Schlusswort übergeben. Du, also wir fanden das auch ganz, ganz toll und jetzt werden wir gleich ein bisschen Werbung hören. Wir sind jetzt gleich bei Nine Springs Brennerei. Bis gleich. Made in Germany? Na dann, auf zur Burg Scharfenstein in Thüringen. Am 29. und 30. April öffnen wir wieder unsere Burgtore zum zweiten Deutschen Whisky Festival.
Über 30 deutsche Brennereien stellen sich vor, sie werden ihre besten Tropfen dabei haben und bestimmt die ein oder andere Neuheit. Eine Zigarrenlounge lädt zum Verweilen ein und wer Lust auf ein Stück Schokolade zum Whisky hat, wird auch hier auf seine Kosten kommen. Der Glasbläser wird seine Flamme aufdrehen und nach Kundenwunsch ein ganz persönliches Glas anfertigen. Wer sich für das Küfehandwerk interessiert, kann den Jungs von Wilhelm Eder über die Schulter schauen. Ja, und vielleicht genießen wir bei einem Glas Nine Springs Festival Whisky die schönen Momente an diesem Wochenende. Ja, seid herzlich gegrüßt von Silke und dem Team der Number 9 Spirituosenmanufaktur. Ja, liebe Leute, wir haben gemerkt, dass Helmut viel zu erzählen hat. Das war sehr, sehr informativ und sehr, sehr schön. Wir bedanken uns ganz herzlich jetzt hier für alle, die zugehört haben. Ein bisschen spoilern können wir hier, was März so sein wird. Das wird Georg Kugler hier von der Elchbrennerei. Also das ist auch wahnsinnig interessant, was er denn da zu erzählen hat. Der Herstellungsweise Akazien und so weiter und seine Gaststätte habe ich mal schon mal besucht. Ich finde diese Whiskys und deren Werbekampagnen momentan richtig cool gemacht. So von daher, darauf könnten wir uns im März freuen. Alles, alles Gute euch, die hier zugehört und zugeschaut haben. Und Marc, die letzten Worte gehören dir. Ja, auch ich freue mich auf euch dann nächsten Monat, wenn es nach dem Motto Made in Germany, der Whisky-Podcast, jetzt wird's schmutzig, weil dann kommt es rauchig, dann kommt fast stark, dann kommt Whisky so richtig auf die Fresse, gerade ausgesagt. Ich freue mich auf euch und verbleibe bis dorthin. Euer Marc vom Made in Germany Whisky-Podcast. Ich freue mich auf dich, mein Lieber. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Bis dahin, ciao. Ciao.